Hier handelt es sich um die Truhe meines Großvaters, Rudolf Höss, Kommandant von Auschwitz, die er 1940 überreicht bekommen hat nach der Eröffnung des Konzentrationslagers Auschwitz. Himmler hatte eine, Bormann hatte eine und Höss hatte eine. Und die einzigste überlebende Truhe heute nachweislich ist die Truhe von Höss, meines Großvaters. Ich erinnere mich noch an den Tag, als meine Mutter letztendlich diese Sachen aus der Truhe nahm. Also ich wusste damals nicht genau, was alles vorhanden war. Sie öffnete halt diese Truhe, weil der Deckel relativ schwer war, und das Zeug roch fürchterlich. Moderig, es roch einfach alt. Ich bin davon ausgegangen, was ich jetzt sehen werde, sind irgendwelche Horrorbilder nach dem, was ich ja gelesen habe, was ich wusste. Das ist das der Garten, Tor. Der Villa. Ja. Und der Lager ist eigentlich im dahinter. Direkt dahinter. Ja. Aber man sieht auf dem einen oder anderen Bild, wie die Kinder rausgehen zu diesem Tor in Richtung Kommandantur. Hier. Ja. Das ist das Tor. Und der lebt in Auschwitz. Ja. Oh ja, ich sehe Hermann Göring ähnlich. Ja, das ist ja die ganze Sache. Ich sehe ihn wahrscheinlich mehr ähnlich als fast seine Tochter, so ungefähr. Mein Bruder, ne, sieht total aus wie die Mutterfamilie und ich sehe aus wie meine Vaterfamilie total. Und habe auch so ähnliche Sachen, die die haben. Ne? Und das ist also wahrscheinlich kein Zufall. Ne? Wie das gelaufen ist oder dass ich mich damit mehr identifiziere. Ich sehe so aus, ich habe da ihre Gebrechen oder auch nicht. Ne? Ich finde es immer, manchmal bin ich neidisch, weil die andere Familie ist viel gesünder. Das ist gemein, ja? Ich habe diesen anderen Grab geerbt. Hermann Göring, Großonkel von Bettina, einer der mächtigsten und schillerndsten Figuren des NS-Regimes. Oberbefehlshaber der Luftwaffe und offizieller Nachfolger Adolf Hitlers, falls dieser zu Tode kommen sollte. Auf Görings Initiative hin wurden die ersten, zunächst noch gefängnisähnlichen Konzentrationslager gebaut, Enteignungen jüdischen Vermögens eingeleitet und sogenannte Arisierungsmaßnahmen durchgeführt. Auch die Gründung der Gestapo geht auf Göring zurück. Im Oktober 1945 wurde er als ranghöchster Nationalsozialist vor dem Internationalen Gerichtshof in Nürnberg angeklagt und zum Tode verurteilt. Der Vollstreckung des Urteils entzog er sich in der Nacht vor dem Hinrichtungstermin durch Selbsttötung mit einer Zyankali-Giftkapsel. Meinem Namen bin ich, ich habe das immer als schwere Last empfunden auf eine Art oder eine andere. Und dann habe ich, seitdem ich in Amerika lebe, habe ich meinen Namen geändert. Und das war mein erster Mann, der Nachname von meinem ersten Mann. Und das war wie so ein neuer Anfang. Ne? Wir haben uns dann scheiden lassen und dann habe ich mir lange überlegt, soll ich das jetzt behalten oder soll ich zurück zu Göring gehen? Und wenn ich nicht Göring gehabt hätte, hätte ich überhaupt nie den anderen Namen angenommen, weil einfach so von Emanzipation her. Aber Göring, also das ist lieber mal ablegen. Ne? Und das ist schon, das war schon gut. Ne? Also so einfach jemand zu sein, nichts Besonderes, nicht diese ganze Last, ne, von der ganzen deutschen Gesellschaft, das da mitzuschleppen. Ne?
Ich lebe jetzt seit 35 Jahren nicht mehr in Deutschland. Es ist einfacher für mich, die Vergangenheit meiner Familie von dieser riesigen Entfernung aus zu verarbeiten. Ich denke, es ist schwierig für die Deutschen, die in Deutschland leben, diesen Abstand zu gewinnen. Dabei ist es nicht unser Leben, das wir verdauen müssen, sondern das unserer Großeltern oder Eltern. Sie haben es nicht bewältigen wollen oder konnten es nicht, jedenfalls nicht über einen bestimmten Punkt hinaus. Und jetzt müssen wir damit umgehen und das erfordert enorm viel Kraft. Wir leben außerhalb von Santa Fe, weit draußen. Ich glaube nicht, dass hier jemand gelebt hat, aus gutem Grund, denn es gibt hier kaum Wasser. Wir bekommen nur Regenwasser. Und es gibt keinen Strom, also müssen wir ihn selbst herstellen, durch Solarkraft. Zum Glück haben wir Kabel, sodass wir mit der Welt verbunden sind, durch Internet und Telefon. Aber wir sind weit weg von allem. Das hat dich, glaube ich, interessiert. Ja, das ist irgendwie ganz komisch. Was ist das überhaupt? Die Lokomotive ist so ein Kinderbuch über die Lokomotive. Und hat mein Vater bekommen zum Julfest. 1944. Ja. Von seinem Vater. Wie alt ist dein Vater dann? 37 geboren. Dann 7 Jahre alt. Ja. Und der lebt in Auschwitz? Ja. Nicht? Also direkt neben dem Vernichtungslager, wo jeden Tag eigentlich Züge reinkommen mit Menschen. Richtig. Und auf keinem Bild steht natürlich, kann man eigentlich nichts vom Lager sehen. Nein. Das wurde schon so eine Familienidylle. Raffiniert gemacht. Nichts. Also kein Krematorium. Also alles, was da gemacht wurde, sei es das Drahtauto oder auch das Flugzeug, wurde eigentlich alles von Häftlingen gebastelt. Mein Vater? Ja. Es war 2009, als ich Eldad über den Nachlass meines Großvaters traf. Er, Enkel einer überlebenden Familie aus Auschwitz, Sobibor und Majdanek, wie ich das noch im Gedächtnis habe. Und ich natürlich als Enkel des Kommandanten von Auschwitz. Wir haben uns dann über diese Thematik unterhalten und auch kurzerhand beschlossen, eine gemeinsame Reise zu machen nach Auschwitz. Er war nie da, ich war nie da. Durch dieses Tor gehen und zu sehen, was sieht man? Wie viel sieht man? Mit eigenen Augen, mit eigenen Ohren, mit eigenen Sinnen prüfen. Was haben Sie gewusst? Rudolf Höss, Großvater von Rainer, Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz. Im Sommer 1941 erklärte ihm Himmler, dass der Führer die Endlösung der Judenfrage befohlen habe und er mit der Ausführung betraut sei.
Höss trug die Verantwortung für die Ermordung von 2 Millionen Menschen in den Gaskammern von Auschwitz. Am 2. April 1947 wurde Höss in Warschau zum Tode verurteilt und 14 Tage später vor seiner ehemaligen Residenz in Auschwitz gehängt. Vor allem war es das Problem, dass es einfach unheimlich belastend ist, so jemanden in der Familie zu haben, so nah. Ja, das ist immer wie so etwas, was einen so runterdrückt. Auf der anderen Seite, denke ich, hatte das natürlich auch den Vorteil, der eigentlich kein Vorteil war, scheinbaren Vorteil, dass man nicht über die eigenen Eltern nachdenken musste, was die gemacht haben. Also Heinrich war so schrecklich in dieser Familie, das war so ein großes Monster, dass alle anderen aus der Familie, alle anderen Verwandten, die auch begeisterte Nazis waren, völlig unwichtig wurden. Über die hat keiner mehr gesprochen, da hat keiner Fragen gestellt. Heinrich Himmler, Großonkel von Katrin. Reichsführer SS, Chef der deutschen Polizei, Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, schließlich Reichsinnenminister und Befehlshaber des Ersatzheeres. Himmler verfügte im NS-Staat über eine einzigartige Machtfülle. Er avancierte zum Spiritus Rector des NS-Terrorapparates und der systematischen Deportation und Ermordung von Millionen Menschen in den Todeslagern. 1945 geriet er in britische Gefangenschaft. Dort beging er Selbstmord mit einer versteckten Cyankali-Kapsel. In Deutschland, wie gesagt, hatte ich eigentlich immer ein Problem. Dieses Gefühl hat sich natürlich immer verstärkt. Wenn ich ins Ausland gereist bin, dann war das natürlich noch unangenehmer und ich war unsicher. Und ich bin mit diesem Problem so umgegangen wie viele andere junge Deutsche auch. Das war gar nicht mal so spezifisch wegen meiner Familie, sondern ich habe inzwischen von vielen aus meiner Generation gehört, dass sie früher ins Ausland gereist sind und sich immer sehr bemüht haben, nicht deutsch zu wirken. Also nicht deutsch zu reden, niemandem zu sagen, dass man aus Deutschland ist, sondern immer versuchen, möglichst unauffällig sich anzupassen. Und man war glücklich, wir waren unglaublich glücklich, wenn wir für Holländer gehalten wurden oder für Schweden oder sonst was, dann waren wir total glücklich. Dann waren wir einfach froh. Hauptsache, wir werden nicht für Deutsche gehalten. Und ich habe mich immer sehr bemüht, Fremdsprachen möglichst so gut zu lernen, dass keiner einen deutschen Akzent bemerkt. Das war mir immer ganz, ganz wichtig. Meine Mutter war am Telefon und da rief sie ihren Hans, Hans, komm schnell, Hitler ist am Telefon. Und dann stieg er ganz eilig und eifrig, ohne sich ein Handtuch umzubinden, aus der Badewanne, so hat es die Mutter erzählt damals. Und hat dann in Hab-8-Stellung, vermutlich auch noch sein Glied in Hab-8-Stellung, hat er dann mit Hitler telefoniert. Geht strahlend auf meine Mutter zu und sagt, Brigitte, der Führer hat mir das Generalgouvernement gelassen. Mein Vater laut Reichsgesetz, der nur Hitler verantwortliche, direkte Stellvertreter des Führers in den besetzten Gebieten in Polen.
Mutter muss Hitler und Himmler dankbar gewesen sein für die Ghettos, diese ersten Supermärkte mit Discountpreisen, speziell für die Franks. Wie gierig gern fuhr sie mit ihrem Mercedes nebst SS-Bewachung zum Einkaufen immer wieder rein. Ich durfte mit, im Fond des Mercedes. Ich saß nicht, ich stand, drückte die Nase ans Fenster. Viel schwarze Uniform ringsum. Langsam fuhr ich durch enge Straßen, vorbei an schlottrigen Menschen, mich anglotzenden Kindern. Aber lustiger fand ich den Ausflug in ein Barackenlager mit viel Stacheldraht drumherum. Irgendein Außenlager von einem KZ, wie ich heute weiß. Damals war es nur ein herzlicher Onkel in Uniform, der einen Esel hatte. Auf den wurden, grell tönte mein Lachen, dünne Männer gesetzt von kräftigen deutschen Fäusten. Und der Esel hopste und die Männer fielen und sie konnten sich nur sehr langsam erheben. Und sie fanden es nicht so komisch wie ich. Sie wurden wieder und wieder draufgesetzt, einer half dem anderen. Und der Esel bekam einen Schlag auf die Flanke. Es war ein wunderschöner Nachmittag. Und drinnen gab es beim obersten Soldaten Kakao. Hans Frank, Vater von Niklas, gehörte seit den Anfängen der NSDAP zum engsten Kreis der Getreuen Hitlers. Mit dem Überfall auf Polen stieg Frank auf zum Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete. Unter seiner Verantwortung wurden die Ghettos und Todeslager errichtet, sowie 1 Million polnische Arbeitskräfte nach Deutschland verschleppt. In Nürnberg wurde er wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Er bekannte sich schuldig. 1946 wurde er zum Tode verurteilt und gehängt. Was ich seit nunmehr vielen Jahren tue, dass ich vor allem in die Schulen gehe, sofern ich eingeladen bin, um da aus meinen beiden Büchern gegen die Eltern zu lesen. Eigentlich meist doch ein schönes Erlebnis. Vor allem, weil ich die jungen Leute doch schocke. Weil ich das Tabu der Elternliebe durchbreche, indem ich teilweise in sehr schmutziger Sprache meinen Vater anklage. Und damit breche ich gerade bei den jungen Leuten, die ja doch von ihren Eltern nicht nur abhängig sind, sondern meistens die Eltern auch lieben. Und dann, wenn ich aber genug Zitate bringe aus dem, was meine Eltern getan haben, wo sie mitgemacht haben, dann kommt so ein Verständnis, dass man auch mit den eigenen Eltern wirklich, speziell in meinem Fall, da ich durch Zufall in diese Familie Frank hineingeboren worden bin, dass man wirklich mit solchen Eltern hart ins Gericht gehen muss. Ja. Ich habe mir als Kind deinen Tod zu eigen gemacht. Ich fühle deine Todesangst, jetzt, wo sich Schritte nähern. Du tippelst zwischen der Wachmannschaft in Weiß, läuft dir zwischen den Schultern runter, hinein in die Arschfalte. Die Fußfesseln machen deinen Gang lächerlich. Auch halten sie dich rechts und links am Oberarm, wie sie es in aller Welt für alle Zeiten tun, so, als ob man schon bei der Verhaftung das Gehen verlernt. Du siehst die hohe Plattform, darauf die 3 Galgen, darunter die schwarzen Tücher. Ist es das rechte, das linke, das mittlere Tuch, das deinen Fall vor den Zeugen verdecken wird? Und dann führten sie dich die 13 Stufen hinauf, die Haube drüber, den Strick um den Hals und ab in die Ewigkeit. Das Knacken deines Genicks ersparte mir ein verkorkstes Leben. Wie hättest du mir mit deinem Gewäsch das Hirn vergiftet, wie der schweigende Mehrheit meiner Generation, die nicht das Glück hatte, den Vater gehängt zu bekommen. Deshalb bin ich froh, dein Sohn zu sein. Wie arm sind Millionen anderer Kinder dran, deren Väter das gleiche Geschwätz voll Hinterlist und Feigheit, voll Mordlust und Unmenschlichkeit von sich gaben, aber nicht so prominent waren wie du. Bei ihnen lohnte nicht die Aufzeichnung ihrer Tiraden, ihre Tagebücher wurden nicht aufgelistet. Ich habe es gut. Ich kann aus den Archiven Europas und den USA die Fleischfetzen deines Lebens zusammenklauben, kann sie unbehelligt vom lügenhaften familiären Geschwätz beäugen. Wie immer ich sie auch mit Skalpell oder Hammer bearbeite, es kommt ein typisch deutsches Monster heraus. Wenn die Franks zusammen waren, war eigentlich immer im Bayerischen, nennt man es, eine große Gaudi. Bis zum Schluss eigentlich. Sodass ich so gesehen auch auf einem Meer von Blut in einer fröhlichen Kindheit aufgewachsen bin. Das hing allerdings auch damit zusammen,
dass meine Mutter sich nicht um uns gekümmert hat. Alles, was an Menschlichkeit in mir ist oder auch an Humor, haben wir eigentlich alles von der Schwester Hilde. Das war eine junge Bayerin und die war einfach toll für uns, während unsere Mutter sich überhaupt nicht um uns gekümmert hat. Also ich habe auch gerade neulich mal mit meinem Bruder gesprochen, der ist jetzt 80 Jahre alt. Kannst du dich erinnern an irgendeine liebevolle Umarmung, an einen Kuss von deinen Eltern, von der Mutti insbesondere? Sagt er, nein, das hat es nie gegeben. Und ich denke, diese Kälte, die hat mein Vater genauso gehabt am Schluss. Oder seit ich ihn überhaupt kenne. Es war für uns nie die Diskussion, auf dem Schoß zu sitzen, wie es das erlebt bei meinen Kindern. Wie die Beziehung zwischen mir und meinen Kindern ist. Eine familiäre Beziehung, eine Wärme. Die Wärme zwischen meinem Vater und uns, die gab es nicht. Nie. Sein ganzer Tagesablauf war manifestiert. Wenn er heimkam von der Arbeit, zuerst auf die Toilette, hoch ins Schlafzimmer, Schuhe aus, Schnürsenkel nach innen, Taschentuch aus der Tasche. Im Taschentuch war ein Schweizer Messer gefaltet, ein ganz kleines. Lag also im Taschentuch drin, damit es in der Hose nicht scheppert und nicht aufträgt. Das auf dem Kleiderbeutel. Manschettenknöpfe weg, daneben. Ring weg, daneben. Du konntest also, ich kannte diesen Ablauf gar nicht anders. Es gab das Gehorchen und das Umsetzen. Er machte die Vorgaben und wir haben sie umzusetzen. Wir sollten eigentlich auch nie aufgrund von meinem Vater also Schwächen zeigen, Emotionen zeigen. Er hasste dies bis auf den Tod. Wenn wir weinten, ich denke mal, bekamen wir noch mehr Schläge. Nur fürs Weinen, nicht für die Tat, die wir begangen haben. Was im Nachhinein eigentlich viel gravierender für mich war, ist, dass er eigentlich diese Ideologie nie ablegte. Dass er weiterhin diesem Wahn folgte für ein deutsches Reich. Auch mit meinem Vater habe ich seit der Scheidung von meinen Eltern und seitdem nie mehr und ich möchte auch keinen Kontakt mehr haben. Also ich glaube, dass ich einfach ganz früh als Kind mich entschieden habe, schon dieses Familienerbe zu übernehmen und mich damit auseinanderzusetzen mit dieser Geschichte. Mit meinem Vater war es eher so, dass ich immer gedacht habe, ich könnte mich mehr mit ihm austauschen. Und ich musste dann aber bald feststellen, dass es für ihn sehr schnell eine Grenze gab, wo er nicht weiter konnte, weil es für ihn zu schmerzhaft wurde. Also ich habe ihm immer alle Dokumente gezeigt, die wichtig waren, die ich im Archiv gefunden habe oder wenn ich in der Literatur etwas gefunden habe, wollte das mit ihm besprechen und das war dann aber immer sehr schnell vorbei. Und ich war da am Anfang immer sehr enttäuscht, weil ich gedacht hatte, wir könnten mehr darüber sprechen und habe eigentlich ich glaube, ich konnte das erst verstehen, wie schwer das für ihn ist, als ich gemerkt habe, wie schwer es mir fällt, bei meiner eigenen Großmutter zu akzeptieren, dass sie Nationalsozialistin war. Weil die war mir viel näher. Mein Großvater habe ich nie gekannt. Meine Großmutter kannte ich noch, die habe ich sehr geliebt und sehr gemocht. Und da habe ich gemerkt, es wird richtig schwierig. Es wird einfach richtig schwierig. Als ich Briefe gefunden habe, die gezeigt haben, dass sie auch nach dem Krieg noch Kontakt hatte zu alten Nazis und einem Kriegsverbrecher, der zum Tode verurteilt war, in die Haft Pakete geschickt hat. Also da ist mir ganz schlecht geworden. Das war für mich sehr, sehr schwierig in dem Moment. Er hätte auch woanders hingehen können. Und er hat aber damals gesagt, das hat er zu meiner Mutter gesagt, ich bin doch nicht verrückt, ich gehe doch nicht irgendwo hin, wo ich zwar aufsteige im Rang,
aber wo ich die zweite Geige spiele. Ich will mein eigenes Lager haben. Und das war mit Plaschow für ihn optimal. Amon Goeth, Vater von Monika. Offizier der SS, Lagerkommandant des KZ Krakau-Plaschow. Berüchtigt wegen seiner besonderen Mordpraktiken. Mit einem Scharfschützengewehr schoss er wahllos auf KZ-Häftlinge. Über 500 Menschen brachte er eigenhändig um. Weltbekannt wurde sein Sadismus durch Steven Spielbergs Holocaust-Drama Schindlers Liste. 1946 wurde Goeth von einem Krakauer Gericht zum Tode verurteilt und gehängt. Und dann gab es diese Bilder aus Plaschow. Die Bilder haben mir gefallen. Da waren die Hunde, ich liebte ja immer Hunde. Und die Pferde und das Haus und ein Garten. Und schließlich habe ich mir mein Bild gemacht. Die Juden in Plaschow und der Amon, das war eine Familie. Sicherlich, man musste vielleicht manchmal hart durchgreifen. Aber im Grunde genommen war es doch dann so, sie mussten wenigstens nicht hungern. Und sie hatten einen Platz zum Schlafen. Und mit einem Vernichtungslager wie Auschwitz konnte man es auch nicht vergleichen. Und eigentlich war ich dann ganz froh, dass die Juden bei meinem Vater gewesen sind. Und dann wurde ich wieder mal nachdenklich. Amon, was hat er da eigentlich in dem Lager gemacht? Ja, es war ein Arbeitslager. Ach so, habe ich gesagt, es war ein Arbeitslager, kein Vernichtungslager. Ein Arbeitslager. Ja, was macht man in einem Arbeitslager? Ja, arbeiten, hat meine Mutter gesagt. Was denn sonst? Ja, habe ich gesagt, aber habt ihr da auch Kinder gehabt oder die alten Leute? Es war ein Arbeitslager. Was sollen Kinder in einem Arbeitslager? Was sollen alte Leute in einem Arbeitslager? Na Gott sei Dank, das war schon mal weg. Also wenigstens war es kein Vernichtungslager und ein Arbeitslager. Sie hat dann gesagt, weil ich dann gesagt habe, er hat doch aber den Juden nichts getan. Ja, also ein paar hat er dann schon auch mal umgelegt. Ein paar. Ja, habe ich zu ihr gesagt, was meinst du denn mit ein paar? Zwei oder drei oder vier oder was? Keine Antwort. Ja, das hat mich interessiert. Es konnten ja auch mehr gewesen sein. Unter ein paar kann man sich viel vorstellen. Aber sie gab keine Antwort. Und dann sagte ich immer zu ihr, wie viel sind denn ein paar, Ruth? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und ich lächelte sie immer so dabei an. Und dann wurde die, ich weiß nicht. Die war wie eine Wahnsinnige. Die rannte dann in die Kammer und holte immer ein langes Kabel und schlug auf mich ein, immer diesen Stecker auf den Kopf. Und ich hatte immer die Hände am Kopf. Ich hatte immer blaue Knöchel am Montag in der Früh. Aber ich war schlau. Ich habe mir dann gedacht, irgendwie kriege ich dich aus der Reserve, denn sonst kam ja nichts. Als meine Großmutter bei uns lebte, da war ich 11, 12 oder so, sahen wir im Fernsehen eine Dokumentation über den Holocaust. Und sie sagte, das sind doch alles Lügen, alles Lügen. Und wir antworteten, wie kannst du das sagen? Schau doch, was alles passierte. Da gab es viel Streit bei uns zu Hause. Aber so ist diese Generation damit umgegangen. Wenn sie zugegeben hätten, was passiert war, wäre das furchtbar gewesen. Also war ihre Lösung zu sagen, es hat überhaupt nicht stattgefunden.
Da war ich da öfter auch in so einem Lokal in München und war ein Wirt, der war so unheimlich nett, ein großer schwarzhaariger Mann mit so welligen Haaren, sah gut aus. Und der Manfred hat da in seinem Lokal die Leute bedient und ich mochte den. Und plötzlich, die Bedienung war da an dem Tag krank. Da krempelt er so seine Ärmel hoch und will abspülen, macht die Uhr ab. Und in dem Moment sehe ich diese Nummer. Und da waren die Leute waren schon alle fast weg und dann habe ich gesagt, sag mal Manfred, wo warst du denn im Konzentrationslager? Man sieht es doch, dass du dort warst. Weißt du, hat er gesagt, das weißt du sowieso nicht und das kennst du sowieso nicht und wir wollen auch nicht mehr darüber reden. Ah, habe ich gesagt, weißt du, was heißt hier, ich weiß nichts. Ich habe sehr viel gelesen, inzwischen hatte ich auch viele Bücher über Auschwitz gelesen und die Anne Frank. Sag ich, ich weiß sehr viel von Polen, habe ich gesagt und meine Oma kommt aus Katowice. Ich bin nicht so unbedarft, wie du denkst. Ich möchte wissen, wo du gewesen bist. Das kannst du mir schon sagen. In Plaschow. Ach nee, habe ich gesagt, in Plaschow bist du gewesen? Du kennst Plaschow? Ja, aber klar, habe ich gesagt, da war doch auch mein Vater. Kennst du meinen Vater? Ja, ich kann nicht jeden kennen, hat er gesagt, Monika, das waren so viele Leute in Plaschow. Da habe ich gesagt, weißt du, habe ich gesagt, das war der Goethe. Wer kennt keinen Goethe? Was habe ich gesagt? Du Manfred, habe ich gesagt, erzähl mir hier nichts. Der Goethe war der Kommandant von Plaschow. Und wenn du den Goethe nicht kennst, dann warst du auch nicht in Plaschow. Und da wurde der plötzlich weiß wie eine Wand. Starrte mich an, ging einen Schritt hinter waren die Flaschen, die Whiskyflaschen und die was er in den Regalen halt drin hatte. Der starrte mich immer nur an und schrie plötzlich, du meinst wohl den Gett? Die Polen können nicht Goethe sagen, die sagen Gett. Ich sage, der Gett hieß der nicht, der hieß Goethe. So wie halt wie ich, aber er kannte mich nur unter Monika, ne? Und dann schrie er plötzlich, dieser Mörder, dieses Schwein. Ich war völlig fassungslos. Ich guckte den an und sagte, was meinst du denn? Du warst doch in Plaschow. Ja, in Plaschow. Ich muss dem Amon schon auch sehr ähnlich sehen. Ich muss ihn auch sehr an ihn irgendwie, ja, es haben auch viele Leute gesagt, dass ich meinem Vater ähnlich sehe. Und ich bin aber nicht der Amon. Ich habe auch mit dem Amon eigentlich überhaupt nichts gemeinsam. Deswegen habe ich eigentlich nie Angst gehabt, deswegen, dass ich sowas erben könnte, dass da in meinen Genen so etwas sein könnte, nach dem Motto das böse Blut von Heinrich, weil dann, also ich glaube, wenn ich sowas denken würde, dann würde ich ja letztendlich die Nazis wieder bestätigen mit ihrer schwachsinnigen Überzeugung, dass alles nur vom Blut abhängt. Ich glaube nicht an so einen Scheiß. Also deswegen denke ich, dass ich denke, das hilft einem auch, es hilft einfach auch nicht weiter, sowas zu denken. Also.
die Sterilisation. Mein Bruder und ich, wir haben beide uns entschlossen, also zu verschiedenen Zeiten diese Operationen zu machen, um mehr oder weniger bewusst haben wir das gemacht, um keine weiteren Görings da zu produzieren. Ne? Ja. Und der hat also noch gesagt, weiß ich noch, I cut the line. Wenn ich einen jüdischen Israeli geheiratet habe, der immer wieder Leute gefragt hat, wie geht das überhaupt? Du kommst aus der Himmler-Familie, er kommt aus einer jüdischen Überlebenden-Familie und wir hatten immer das Gefühl, ja, wo ist das Problem? Also es gibt so viel, was uns verbindet und wir denken noch nicht die ganze Zeit an unsere Familiengeschichten. Und wir kamen beide aus so aufgeklärten, liberalen, offenen Familien, die kein Problem damit hatten, damit umzugehen, dass wir immer das Gefühl hatten, ja, wir kommen damit eigentlich ganz gut klar. Und wir haben dann eben immer nur festgestellt, wenn wir Konflikte miteinander hatten, also ganz normale Beziehungskonflikte, dass in solchen Momenten plötzlich unsere ganze Familiengeschichte hochkam und dass dann auch so bestimmte Stereotype hochgekommen sind. Und da kamen einfach ganz viele Sachen aus dem Unterbewusstsein, die wir uns dann an den Kopf geschmissen haben, wo wir selbst sehr, sehr erschrocken waren. Wir gedacht haben, was ist das jetzt? Was hat das mit mir zu tun? Bin das ich? Bin das auch ich? Das war dann immer sehr interessant. Also da, das gab es auf beiden Seiten dann eben solche Überraschungen auch in solchen Situationen. Je näher wir Auschwitz kamen, ja, man hat gespürt, es ändert sich viel. So jeder hat sich in sich zurückgezogen und hat für sich versucht, jetzt schon zu verarbeiten, was er noch nicht gesehen hat. Aber keiner von uns beiden wollte eigentlich dem anderen zeigen, wie es in ihm aussieht. Auch die Angst, dass vielleicht Leute, wenn ich dort, wenn ich hinkomme nach Auschwitz, auch diese Angst, wie ähnlich bin ich meinem Großvater? Dass Leute mich erkennen. Diese Angst, dass man mir ansieht, ich bin Höss. Ich bin der Enkel. Was, ja, vielleicht nicht greifbar für Leute, die nicht diesen Namen haben oder die diese Verbindung zu so einem Camp haben, zu so einem, ja, zu Auschwitz. Doch je näher wir dem Ziel Auschwitz kamen, je dichter. Ich denke, also zumindest war es für mich so, dass ich händeringend gesucht habe, nach einer Möglichkeit nicht hinzumüssen. Krampfhaft gesucht habe. Ja, mein Gott, du brichst das Bein, wirst kurzfristig krank, sie holen dich mit dem Hubschrauber. Ich habe Möglichkeiten gesucht, es zu verdrängen. Ich habe irgendwann um 1:30 nachts habe ich das Licht ausgemacht. Eltern war schon so halb im Dämmerschlaf, aber auch nicht richtig. Und ich habe es einfach nicht geschafft, zur Ruhe zu kommen, Ruhe zu finden. Mehrmals die Bilder angeschaut. Aber Ruhe? Nee. Es kam immer wieder, wenn ich dann soweit war, dieses verfluchte Tor, dieses, ja, dem ich eigentlich für mich diesen Namen Tor zur Hölle gegeben habe. In all diesen Bildern war es das Bild für mich, das manifestiert hat, durch dieses Tor musst du irgendwann schauen. Dann bin ich in den Film gegangen, Schindlers Liste. Ich habe zu meinem Mann gesagt, Rainer, geh bitte mit mir da rein, ich habe Angst. Aber Rainer ist nicht mitgegangen. Und da habe ich gesagt, weißt du was, du Drecksack, dann gehe ich alleine. Habe ich auch gesagt zu ihm, du Drecksack. Ich hatte so einen Hass, so eine Wut. Und dann bin ich nach Nürnberg gefahren, bin in den Film gegangen.
mir war so schlecht. Dann gehe ich da rein. Da kommt ewig nichts vom Ammann. Immer der Oskar, der Oskar. Und auf einmal kommt ein Auto. Da sitzen 4 SS-Männer. Und in dem Moment wusste ich, das ist der Ammann. Das hat mir keiner sagen müssen. Das war wie ein Schlag. Und das war er ja dann auch. Und ich dachte mir immer, besonders bei der einen Szene, wo der eine sagt, Herr Kommandant, ich mache Schlösser, aber ich konnte keine machen, weil ich musste vorher Kohle schippen. Das war dem völlig egal, das hat ihn gar nicht interessiert. Raus zum Erschießen. Ich dachte immer, das muss doch mal aufhören. Irgendwann mal muss das aufhören mit dem Schießen, weil wenn das nicht aufhört, dann werde ich jetzt hier wahnsinnig in diesem Kino. Und dann bin ich nach Hause gefahren und komischerweise, ich habe nie Kopfweh, nie, das kenne ich eigentlich gar nicht. Aber da habe ich solche irrsinnigen Kopfschmerzen gekriegt, dass ich mich auf die Couch gelegt habe. Und dann hat der Rainer einen Arzt geholt und dann hat der Arzt zu mir gesagt, also, Ihnen fehlt nichts, Sie haben überhaupt nichts. Aber wissen Sie, was Sie haben? Sie haben einen schweren Schock erlitten. Und wenn Sie mir nicht sagen, was gewesen ist, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Und dann habe ich ihm das erzählt mit dem Film. Da habe ich gesagt, das kann nicht sein, sowas gibt es nicht. Oh doch, hat er gesagt, das gibt es. Sie wissen gar nicht, was auf dieser Welt alles gibt. Diese Frage, wie sieht die Liebe gegenüber den Eltern aus, wenn man ehrlich ist und wenn man wirklich auch weiß, was sie alles getan oder gedacht haben? Also kann man, und wo zieht man die Grenze? Ich denke, die spannende Frage ist auch, wo zieht man die Grenze? Leute, die ähnlich wie Heinrich waren, die fast so viel Verantwortung hatten, die ein bisschen weniger Verantwortung hatten und Leute, die ein bisschen mehr sich an Verbrechen beteiligt haben als mein Großvater, diese Grenzen sind nicht klar zu definieren. Sie sind sehr fließend. Und ich frage mich immer wieder, ab welchem Moment wird es unmöglich, diese Eltern zu lieben? Oder bis wohin schafft man das noch? Wo ist der Bruch? Und also das finde ich eine ganz schwierige Frage. Und ich glaube, dass jedes von diesen Kindern diese Frage für sich anders beantwortet. Und meistens, ich glaube, die meisten Kinder der wirklichen Täter, der Verbrecher des Nationalsozialismus schaffen diesen Balanceakt nur sehr schlecht. Die meisten entscheiden sich entweder für einen radikalen Bruch mit den Eltern, um ihr eigenes Leben zu leben, um nicht kaputt zu gehen an dieser Geschichte, oder sie entscheiden sich für Loyalität und bedingungslose Liebe und lassen das ganze Negative weg. Also ich glaube, das dazwischen ist wahnsinnig schwer. Stört mich eigentlich nicht, ob es mehrere sind oder weniger sind. Das ist mir gleich. Ich mach's immer wieder, obwohl es jedes Mal mich doch eine Überwindung kostet.
gekostet, das gebe ich zu. Abend für Abend, Vormittag für Vormittag, vor jungen Leuten, vor alten Leuten, meine Eltern immer aufs Neue hinzurichten. Andererseits sage ich mir, sie haben es verdient. Demnächst der B189 weiter. Da traue ich uns Deutschen nicht. Leider. Es gab auch schon Lesungen mit Erwachsenen, wo ich denen auch sagte, sie sitzen alle hier unten. Und ich finde es auch toll, dass sie zu meiner Lesung gekommen sind. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich traue Ihnen alle nicht. Was weiß ich, wenn die wirtschaftlichen Zeiten wieder hundsmiserabel schlecht sind, ob sie nicht doch wieder diese Ideen haben, einem starken Mann zu folgen, andere Volksgruppen auszugrenzen, sie vielleicht auch zu kasernieren, man muss es ja nicht wieder KZ nennen, und hier und da ein kleiner Mord und Totschlag wird ja vielleicht der Reinigung des Volkes gut tun. Außerdem wäre wieder eine Arbeitsstelle frei für die wirklichen, echten Deutschen. Da habe ich schon meine Ängste, Ich lag heute Nacht um 3 Uhr wach und habe mir wieder geschworen, nein, ich mache es nicht weiter. Weil ich habe auch das Gefühl, dass ich letztlich irgendwo vielleicht ein bisschen auf verlorenem Posten kämpfe. Ich sehe es an Ihren Gesichtern, ich bin nicht das Zentrum dessen, was ich sage, Ihres Interesses. Sie haben zu Recht ganz andere Interessen. Ich kann mir auch vorstellen, wie Sie sich gesagt haben, jetzt kommt schon wieder so ein alter Kreis, der labert uns mit dem Dritten Reich voll. Kann ich nachvollziehen. Ich hätte vermutlich nicht anders reagiert. Nee, sicher nicht. Guy, hallo, hier ist Bettina. Hey, Bettina. Wir haben diese Party an so einem Sonntagnachmittag mit dem German Food. Kannst du dich erinnern? Ja. Ja, und Annette und Adi und vielleicht Chaitanya, die singen auch ein bisschen. Chaitanya ist da, dürfte. What, do you guys have still any fresh cilantro in your greenhouse? No, I buy some. Okay. Tschüss. Once in a while I do miss some German food. Ab und zu fehlt mir deutsches Essen, deutsche Kultur oder Musik. Deswegen veranstalten wir manchmal eine German Party. Mein Mann Adi singt dann deutsche Volkslieder. Die ganze deutsche Kultur war ja lange als Nazi-Kultur verschrien. Unglaublich, dabei waren es nur 12 Jahre von vielen Jahrhunderten. Das ist lächerlich. Natürlich waren wir auch mal so. In den 60ern haben wir alles abgelehnt. Dann nach einer Weile haben wir gesagt, vielleicht war einiges davon doch in Ordnung. Ich liebe deutsche Musik und Literatur. Die haben ein Niveau, das ich nirgendwo anders finde. It has a level that I don't find anywhere else. Auschwitz I entstand zuerst. Der Kommandant, der Organisator war Rudolf Höss.
1942 begannen sie Birkenau zu errichten, in einem Dorf etwa 3 Kilometer von hier. Das wurde dann Auschwitz II. And it's a lot of candles here, especially on the 1st of November. That's the day that we commemorate those deaths. Okay. My private hell. Die Hölle, ja. Für uns Nachfahren die Hölle. Egal, welcher Seite, ob deiner Seite oder meiner Seite. Wow. Wow. Amazing. The villa is not for visitors. Yeah? The gate. Amazing. Totally amazing. Das ist es. That is where Hers is standing, like this. Jetzt bist du dein Großvater, ja? Ja. Horrible, horrible. Here they are murdering people millions. By minute. Child. And they bring their families here, and they, you know, they grow their families here. Yeah. And, you know, everything is just as normal as it should be. Yeah. Horrified. This Datum won't build these buildings, yeah. Wow. It's a pleasure for me. Yes. Bunker. Wow. Yeah. On this spot, there is still on this spot, Can you remember? It's original garden. Wow. Outside. You see? And small garden. Yeah. A little bit closer. Yeah. Let's go. Yeah. And small garden. Yeah. Yeah. We got this inside. Yeah. So we close these two rivers, Sowa. Yeah. And these small gardens, you see, and walls from camp. You see? Original. Yeah. You see? Yeah. So they are so close, the whole family close to the chambers. Yeah, yeah. And this is the Kommandantur? Yeah. No C2. It's very special. No C2. Chemis. Yeah. This yeah. No C crematories, no C these two gas chambers. Yeah. In this prisoners. It's closed. It's difficult, different window glasses. You see? Yeah. Oh my God. Your father grew up with this, with the smell, with the smoke. When they pick up the strawberries, my grandmother said, please wash it first, well, it smelled about ashes, you know? Yeah. Hmm.
problem. Wahnsinn. Welchen, was die sich hier gebaut haben, auf Kosten von anderen. Und die Trächtigkeit zu sagen, es gab's nicht. Wir waren immer fair, wir waren immer gut. Wir haben das nicht gemacht, andere. So ein Garten entsteht nicht ohne. Der wächst nicht einfach aus dem Boden und ist da. Wahnsinn. Wenn du dieses Ausmaß siehst, die Größe, passt eigentlich zum Größenwahn. Genauso großkotzig wie mein Großvater war mein Vater. Immer auf Kosten von anderen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich probiere das schon die ganze Zeit, mir vorzustellen, wenn er morgen sein Koppelschloss an seine Uniform zugemacht hat, mhm. Pistole reingesteckt, Mütze aufgezogen hat, Küsschen links, Küsschen rechts. Allein der Gedanke, ich gehe jetzt mal rüber und bringe jetzt mal schön ein paar tausend Menschen um. Wir sehen uns dann zum Kaffee und zum Abendessen. Und morgen, Kinder, machen wir einen Ausflug. Also Sie haben nicht sich im gleichen Maße damit auseinandergesetzt, wie ich es getan habe mit dieser Geschichte. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob das wirklich so ein befriedigendes oder reinigendes Gefühl für Sie ist. Also ich habe dieses Gefühl für mich selber immer mehr inzwischen, dass ich das Gefühl habe, es hat mir einfach unheimlich gut getan, dass ich das gemacht habe. Und es ist auch gut für mein Kind, dass ich es gemacht habe. Aber ich kann da nicht für die anderen Familienmitglieder sprechen. Und ich denke, einige würden das auch ganz anders sehen. Also einige würden auch sehen mich auch als jemand, der dass die Familienruhe oder das Karma der Familie deutlich gestört hat und durcheinander gewirbelt hat. Gehen einfach auch familiäre Kontakte kaputt, wenn man so einen Dämon aus der Flasche lässt. Ne? Nichtsdestoweniger ist es schmerzhaft. Also ich finde das sehr, sehr bedauerlich, dass manche Kontakte zu Familienangehörigen abgebrochen sind oder dass die so bitterböse auf mich sind. Das ist einfach, es tut weh. Das ist nicht schön. Und da muss man irgendwie mit klarkommen, muss das aushalten. Das ist auch eine Folge von dem Dämon aus der Flasche lassen. Weil viele einfach ihn viel lieber drin gelassen hätten. Mich würde interessieren, wie Ihre Geschwister reagiert haben. Wir waren 5 Kinder. Seit dem 31. März dieses Jahres bin ich der Letzte, weil da starb der Bruder, der war der Einzige, der zu mir gehalten hat. Ich habe ihm immer gebracht, meine neuen Recherchen. Der sagte immer, ich weiß und du hast es mir bewiesen, unser Vater war ein Verbrecher, aber ich liebe ihn. Dann gab es meinen nächstälteren Bruder Michael. Als ich das Buch geschrieben hatte, hat das der Stern gekauft und als Vorabdruck gedruckt. Und der hat gleich einen Leserbrief bei der ersten Folge an den Stern geschrieben, worin stand, mein Bruder Niklas ist ein großer Lügner. Es stimmt nichts, was da geschrieben ist. Er ist und bleibt der Fremde in unserer Familie, weil diese Szene war auch im Stern abgedruckt. Dann gab es noch meine nächstältere Schwester, die hat von Anfang an gesagt, ich will nicht älter werden als Vati. Mein Vater wurde mit 46, im Alter von 46 hingerichtet. Und meine Schwester Brigitte, die auch so hieß wie die Mutter, bekam Krebs, hätte aber noch viel länger leben können und hat mit 46 Selbstmord gemacht. Und da gab es noch das allerälteste Kind, der 5-Frank-Kinder, die wanderte mit ihrem Mann nach Südafrika aus, weil damals dort die Apartheid ihr sehr gefiel. Und mein letztes Telefongespräch mit ihr
verlief so, dass ich sagte, na, Sigrid, was macht ihr denn gerade? Dann sagt sie am Telefon, du, wir rechnen gerade aus, wie lang jeder Jude hat brennen können, wenn wirklich 6 Millionen Juden verbrannt worden sind in den Gasöfen. Nämlich nur 1,6 Sekunden. Also alles Lüge, alles Lüge. Und die ist dort in Südafrika gestorben. Sodass nur noch ich übrig bin, wie sich's gehört. נמצא איתנו כאן היום הנכד של מפקד המחנה של רודולף אס, ריינר אס. אני קורא לו לבוא בעצם להיות איתנו כאן. ריינר, אני לא מכיר אותו, אני פעם ראשונה שרואה אותו. Ask questions. Ask the questions. I think it's better. Yeah, a little bit nervous also. A bit nervous. Yeah, it's the first time. Why are you here? Why are you here? Warum bin ich hier? To see the horror what my grandfather made and the lies what I have all the years in my family. You say lies. What lies? The family, my family lies. I was a young boy when I met my grandmother. And I asked her a couple of times what's going on with the name, but there was no answer. I think a lot of these, it was not spoken in my family. Do you feel guilty for what your grandfather did? Yes. Do you feel responsible for it? Yes. Feel guilty. סבא שלך בעצם רצח והתעלל וחיזל. הוא פיצל לי את המשפחה. It's a pleasure for me. It's a pleasure for me. I feel sorry for that what's going on with his family. What would you do now if you can meet your grandpa? Oh, you want to hear that, what I will do? I will kill him myself. Can you hold it? Ich spreche mit neuen Jungen in Frankfurt. Jede 4 Jahre. Like Christmas. Der Überlebende war von Auschwitz. Zwei, anderthalb Meter weg von mir. Schlimm. Habe ich, denke mir, gerade noch so einigermaßen die Kurve gekriegt. Auch möglichst immer dieses Gefühl im Nacken. Mein Vater steht hinter mir und sagt, wehe, du weinst, wehe, wehe, du gibst Emotionen. Wehe, du zeigst Emotionen. Und dann eigentlich der ultimative Hammer. Ein Überlebender. Physisch.
körperlich vorhanden, der auf einmal da aufsteht, aus der Menge rüberkommt, mir die Hand gibt, mich in den Arm nimmt und sagt, fühl dich nicht schuldig. Ergreifend. Aber aus einem Gefühl heraus, das erste Mal nicht Angst ist oder Scham ist oder Glück, Freude, innerliche Freude. Die Bestätigung, denke ich mal, zu bekommen von jemandem, der diesen Horror überlebt hat und der genau weiß, du warst nicht, du hast nicht gemacht. Thanks. Thanks a lot for you. Yeah, thanks. Thank you very much. Thanks. Welcome. Thank you very much. I hope we can change everything. It's a pleasure for me. Es muss ihnen ein wirklich gutes Gefühl gegeben haben, dass er herkam. Ihn zu sehen, ihn zu hören. Für sie schließt sich ein sehr kleiner Kreis, völlig unproportional zu dem der Holocaust-Überlebenden. Es bietet ihnen ein glückliches Ende am Schluss dieser furchtbaren Reise. Ich weiß nicht, ich kann damit nichts anfangen, weil es mir sehr schnell vorkam. Es war echt, zweifellos, es kam von Herzen. Aber es ging zu schnell. Ich glaube, dass wir, die Israelis, die Juden, einen guten Ausgang der Geschichte finden wollen, sodass wir wieder normal leben können. Da kommt dann der Sohn von dem und dem oder der Enkel von dem und dem und möchte, dass wir seine Entschuldigungen annehmen. Und jeder ist dann glücklich. Jeder möchte, dass wir mit ihm reden, uns mit ihm verbinden. Aber nicht jede Geschichte hat ein Happy End. Ganz oft gibt es gar kein Ende. Und diese besondere Geschichte kann nicht enden. Ich hatte vorhin schon Tränen in den Augen und das macht mich eigentlich sehr betroffen, hört man wahrscheinlich auch, dass man, oh Gott, tut mir leid, dass man Kindheit eigentlich nicht vergessen kann und dass Kindheit so kaputt machen kann. Und ich würde gerne mal wissen, inwieweit Ihre Frau und Ihr Kind Ihnen Familie ersetzen konnten und Ihnen das möglicherweise zurückgeben konnten, was Ihnen über die Jahre verloren gegangen ist. Und wie weit die auch dazu beitragen konnten, dieses Buch zu schreiben. Ich will einfach mal noch was Positives hören am Ende. Ich liebe meine Frau über alles. Sie liebt mich trotz meiner Schwächen. Wir haben eine wunderbare Tochter. Leider das einzige Kind. Wir wollten viel mehr Kinder. Unsere heißgeliebte Tochter hat ihrerseits schon 3 Kinder. Die sind sehr oft, teilweise wochenlang, als Terroristen bei uns zu Hause. Und ich wäre doppelt so dick hier vor Ihnen sitzen, wenn es die nicht gäbe. Aber, weil ich gebe Ihnen zu, auch bei mir drin ist es natürlich ganz stark,
Dieses vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht und ich gebe ihn zu, es kostet mich immer wieder eine Art Überwindung, das zu tun. Und auch wenn wir jetzt hier irgendwann fertig sind, ist bei mir ein unglaubliches inneres Aufatmen. Weil natürlich war ich als Kind, wie jedes Kind, hinter der Liebe in meiner Eltern her. Das ist logisch. Jetzt, glaube ich, schon im dritten Jahrzehnt recherchiere ich und werde bis zu meinem Lebensende weiter recherchieren und finde immer Neues und anderes. Und mein innerster Drang war, dass ich irgendwas finde, was positiv an meinem Vater war. Dass er vielleicht ein Leben gerettet hat. Am Ende sogar noch ein jüdisches Leben oder ein polnisches. Und ich habe nichts gefunden. Bis heute habe ich nichts gefunden. Thank you so much all for coming. Wonderful. Yeah, so it's to celebrate and enjoy actually my German heritage for a change and not to just fight it. And so we made some wonderful goulash and red cabbage and Gerhard made Spätzle and happy whatever. Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das Unser weit und breit, wo wir uns finden, wohl unterliegen zur Abendzeit, wo wir uns finden, wo Hallo! So, Ruhe jetzt, der Opa will schlafen. Nein, Oma, nein! Denkst du manchmal an deinen Großvater? Relativ wenig, weil du bist für mich da tatsächlich so ein Bollwerk. Du hast ihn für mich ganz viel abgeschirmt. Also ich habe früher als Kind und Jugendliche mehr, wir hatten ja so viele Bücher im Haus, die habe ich halt alle, wenn auch ihr weg wart, habe ich das ganz viel gelesen und ganz viele Bilder geschaut. Und ich trug den gelben Stern, diese ganzen Bilder. Und auch im Internat habe ich extra gebeten, die ganzen Filme sehen zu dürfen. Das hat man mir auch alles dann erlaubt nach der Zeit. Also selbst wo die anderen schlafen mussten. Und dann, als du das Buch geschrieben hast, das war für mich in gewisser Hinsicht eine ganz gesunde Mauer, weil da musste ich gar nicht mehr. Dann war das irgendwie. Das hast du mir so nie erzählt. Das finde ich so toll. Dann war er irgendwie weggeschoben und dann musste ich nicht mehr gegen ihn kämpfen, weil du hast schon gegen ihn gekämpft und du hattest ihn für mein Gefühl auf vielen Ebenen besiegt, weil du ihn ja richtig angeschrien hast und von innen nach außen gestülpt und ins blutende Herz gebissen. Und das hat mich dann auch so stolz auf dich gemacht, dass für mich das, was ich im Kopf hatte, dass man ja doch als in gewisser Hinsicht ja auch Dreck ist, wenn man abstammt von so einem schlimmen Menschen. Das hast du für mich ganz viel aufgehoben. Du bist für mich schon ein gewisser Schutz dagegen. Da danke ich dir. Deutschland ist ein wunderbares, wunderschönes Land. Und wenn ich so zu den Lesungen fahre, durch Ostdeutschland, diese wunderschönen Landschaften sehe und diese Geschichten,
Geschichte Deutschlands bedenke, dann wäre ich immer verflucht traurig, wenn dann immer sofort bei mir aufploppt 33 bis 45. Und dann, tja, dann blutet mein Herz.